Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem Add-on Rise of the Republic. Wir befinden uns in den Alpen. Huhu. Nee, genau. Entschuldigung. Wir werden hier jetzt mal ein bisschen auftunen. Warte, wie viel? 12? Wir haben gerade 23. Ja, da können wir ein bisschen Food machen. Nee, Food brauchen wir gerade nicht. Genau, wir sind gerade auf dem Weg Richtung Süden. Wir machen die Delfine platt. Und ich wundere mich, dass hier keine gegnerische Armee ist. Aber ja, wahrscheinlich sind die ja alle noch im hier in Syrakus oder gegen Syrakus. Und es wird dann. Ups, wo sind wir jetzt? Da. Und es wird dann später, ja, ziemlich heftig werden. Aber bis dahin haben wir den so ziemlich dezimiert. So. Ah, das sind jetzt meine Best Buddies, ne? Gut, dann. Ah, die müssen wieder regenerieren. Warte mal, ist das ein feindlicher? Ja, die da sind feindlich, aber die da nicht. Das heißt, hier könnte ich eigentlich ohne Probleme. Was Militärisches bauen. Aber war hier nicht was Militärisches? Der hat es ja wieder komplett umgerüstet, ne? Naja, okay. Dann machen wir hier das da weg und machen dann dafür was Militärisches rein. Wer hat noch was? Der gehört nicht mir, ne? Ja, der bekommt auch nix. So, weiter geht's. Oh ja, die Armeen sind jetzt immer noch auf dem Weg. Ah, hallo Taras. Hä? Hä? War da noch keine Garnison oder was? Echt jetzt? Das ist doch sowas von dämlich. Ein freiwilliges Geschenk ist wie Regen im Frühling. Unerwartet und erfrischend. Ja, komm, 100 Mai. Das. Da bin ich jetzt nicht so knausrig, ne? Oh Gott. Karthagische Sklaven. Eine Flotte karthagischer Sklavenschiffe erreicht eure Häfen. Der Sklavenhändler fordert eine persönliche Audienz und möchte seine Sklaven in euren Städten verkaufen. Genau, minus 2000. Niemand sollte die Bestreben eines Händlers behindern. Okay. Ihn abweisen, ja, okay, dann. Ein Kind ist geboren. Ja, das, also in Rise of the Republic habe ich ja sowas von fetten Stammbaum. Und in den anderen allen habe ich so gefühlt nichts. Ach komm, heiraten, hey. Ja, du auch, hey. Das ist. Oh Gott. Wollt ihr auch noch? Ja, die wollen auch noch. Yay! Massenheirat. Oh Gott, willst du auch? Nee, die will nicht. Willst du auch? Nee, die will nicht. Ja. Ey, das ist so. Ah, krass, der hatte einen Sohn? Warte mal. Risiko ist 6%, also das heißt gar nicht. Einfluss 97. Warte. Okay, nee. Das brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt warte mal. Was ist hier passiert? Wieso hattest du? Wieso hattest du keine Garnison? Warte, dann mache ich mal zweimal
Belagerungstürme und greife in zwei Runden an. Du bist schon wieder reif zum Weiterstiefeln, ne? Dann... Okay, noch nicht. So, du markierst hier mal den Dicken, du auch. Du wurdest befördert, das sehe ich sehr gerne. Hier ist auch keine Armee. Wo sind die Armeen von dem? Ja, im Süden. Habe ich ja schon gesagt. Spoiler! So. Du gehst jetzt mal hier hin. Eine Brücke lässt sich viel leichter verteidigen als keine Brücke. Ich bin so klug. Warte, was passiert da? Das ist ein Admiral. Der hat ja eigentlich gar nichts. Also könnte ich rein theoretisch nächste Runde die wieder einnehmen, weil naja, der hat ja nichts. Nicht? Minus 4 öffentliche Ordnung. Ja, Wolken gehen weg. Wer bist du? Ach, du bist einer von mir. Was machst du da so alleine? Warte mal. Du gehst hier jetzt mal ganz geschwind hier hin. Genau, da machen wir die Läufer. In Rom ist alles in Ordnung. Hier ist auch alles in Ordnung. Wer bist du? Ah, du könntest jetzt auch mal hier hingehen. Warte, die Neapolis, warte, die waren doch ganz nett, oder? Oh ne, gar nicht. Die sind ja vollkommen sauer auf uns, warum? Expansionpolitik. Gebrochenes Abkommen mit Taras? Militäraktion gegen Taras? Hä? Wann denn? Achso, Taras sind die. Achso, das sind ja Best Buddies. Ja, ist mir egal. So, hier gibt's noch Karthago. Minus 200. Gegen nurakische Konföderation. Was, die mögen die? Alter. Ihr seid willkommen. Aber so willkommen auch. Ihr seid willkommen, aber so willkommen auch nicht. Das ist cool. Das ist cool. Deswegen hat der mich angegriffen, weil der so mit den mit der Konföderation befreundet ist. Ach, das macht hier jetzt alles Sinn. Warte mal. Du gehst mir wieder zurück, weil ich habe ganz vergessen, dass da einer steht. Ja, gut. So. Ja, jetzt, was macht ein Taras? Die müssten jetzt eigentlich, wenn sie schlau wären, alles nach oben verlegen. Also, beziehungsweise, oh nee, oder? Die killt jetzt wieder meinen General und die hat es sogar geschafft. Okay, du bist tot. Du bist sowas von tot. Ich weiß. Okay, also. Ein freiwilliges Geschenk ist wie Regen. Ja. Du weißt ja nur, dass ich Regen mag, deswegen sagst du das jetzt die ganze Zeit. Karthagische Religion. Eine Gruppe Priester bittet beim Bau eines Tempels für Baal. Nein. So, Rang erhöht, bla bla blub. Warte mal. Ach, der ist ja noch ganz da oben. Uiuiui. So, du stiefelst mal da. Junge. Was machen denn die alle? So, jetzt will ich wissen, was da passiert ist. Ja, der hat einen von mir getötet. Hat eine bestochen, woraufhin sie sich aufgelöst hat. Und das hasse ich. Das hasse ich so, weil das hasse ich nicht so sehr wie das, dass man den General einer Partei oder einer gegnerischen Armee töten kann.
Aber ich meine, die sind Rang 8 und Rang 9 und glaubst du wirklich, dass solche du bist sowas von tot. Du bist sowas von tot. Meinst du, dass als solche Veteranen super, du bist meine Heldin, dass so eine Veteranseinheit so einfach zu bestechen ist? Also klar, es kommt immer drauf an, was für eine Partei des Partei. Was für eine Einheit das ist. Also es gibt ja sicher welche, die irgendwie ja, sich gerne kaufen lassen, aber Rang 9, hallo, das finde ich ehrlich gesagt fragwürdig, aber naja. So. Da ist jetzt alles in Ordnung. Der hat jetzt eigentlich keine nennenswerte Armee. Woher kommt die denn? Von da. Okay, wenn ich die angreife, werden die dazu Problemen. Wenn er angreift, dann sind die egal. So, und wer ist das denn jetzt? Der kommt von oben, ne? Ja, von hier. Aber warum? Ist der auch mit den Taras im Krieg? Nee, ist er nicht. Ah, der kommt einfach so. Okay. So, was bist du jetzt? Komm. Ja, komm. Ja. Alter, da habe ich ja viele Kavallerieeinheiten. Und Alter, der kann die echt nicht einsetzen. 5000? Nee. Den kann ich noch nicht. Okay, ich hätte doch abreißen sollen, aber egal. Jetzt minus 1. Warte, dann. Okay. Dann pushe ich die noch ein bisschen. Wie sieht's hier aus? Einen hat er noch. Ja, komm. Nächste Runde ist auch noch möglich. So, ermutigte der Bevölkerung, Baurecht, Eigenschaft erhalten werden. Der da? Ja, der braucht doch keine Eigenschaft. Der kam nicht nur da rum. Wolfpack hat Verschleiß, Welt der Wunder. Ah. Der große nuragische Tempel. Was macht der? Minus 10 Verlust durch Verschleiß, das ist gut. Plus Moral und plus Belagerungszeit, das ist sehr gut. Siedlung geplündert. Ressourcen erhalten, Salz. Hier? Ach, das ist Salz. Wunderbar. Dann gehen wir mal. Uppa. Dann gehen wir noch nicht weiter. Der bekommt was. Ich weiß nicht warum. Ja, wieso hat er das? Warte mal. Ja, der hat einen Buddy. Der hat einen Buddy. Ja, dann muss ich mal auf Stehlen gehen, oder? Gestohlen, ja. Okay. So, sonst ist alles gut. Genau, die geht jetzt wieder zurück. Die scouteten mal weiter nach feindlichen. Oh! Nach feindlichen Armeen. Das Ende des LPs. Lustig. Next one. Ja, jetzt fängt er langsam an, nach oben zu gehen. Aber zu spät. Ey, dich habe ich doch gesehen.
Du brauchst mir gar nicht so zu kommen. Dieser Krieg hat euren... Ja, ist mir egal. Hui. Standkämpfe. Ein Patrizier hat Sklaven aus Skythien erworben. Der Plebejer betrachtet dies mit Argwohn und schon bald versammelt sich eine Gruppe vor ihnen, vor dem Haus des Patriziers und fordert, die Ausländer loszuwerden. Mehr Skythen. Ein Kind, noch ein Kind, yes. Okay. Ich glaube, das mehr Skythen war ein Fehler, aber das ist mir gerade egal. So. Dann greifen wir mal an, ne? Ich wundere mich gerade, dass er noch ein bisschen eine Chance hatte, weil die Kavallerie ist ja ziemlich egal. Okay, meine auch. Aber. Ja. Wieso hat er so eine große. Achso, ja, das ist. Ja, okay. Ich hatte gerade im Kopf, dass das seine Garnisonsarmee ist. Ist es aber nicht. So. Hier ist eigentlich ganz schön. Ich habe 3, das heißt. Die Türme gehen zum Tor und die Leiter geht zu dem hier. So. Wie sieht unser General aus? Ah, ganz gut. So, die Leiter bleibt noch ein bisschen. Die kommt erst dann später. Und zwar, wenn die auf der Hälfte sind. Ja, okay. Jetzt geht's schon. So, jetzt kommen auch meine Fernkämpfer dazu. Aber bitte langsam. Und meine Soldaten, aber auch bitte langsam. Gemach, gemach. Achso, so Helme finde ich so cool, also mit dem Pferdehaar. Ich wusste bis vor kurzem, was heißt hier kurzem, das ist auch wieder ein Jahr her, nicht, dass ein Centurio hatte querstehenden Pferdehaarkranz oder Reif. Das wusste ich auch lange nicht. Warte. Legend, wir brauchen mal eine Aufmunterung von unseren Soldaten. Unser General wird angegriffen. Natürlich wird er das schnell wieder zurück.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt kommt die Verstärkung von hinten. Kannst du hoch? Ihr dürft auch hoch. So, die da haben wir alle ausgeschossen. Okay. Ja, wobei, die können eigentlich da bleiben. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die da oben in Zange nehmen. Uiuiui, denen geht's auch nicht mehr ganz so gut, ne? Na komm, mach mal ein bisschen Dampf hier. Und ihr geht jetzt runter. Du gehst jetzt auch runter. Ihr macht den jetzt mal platt. Ich brauche den Turm. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, die gehen jetzt auch runter. Auch alle runter, runter, runter. Hier sind noch ein paar. So, der gehört jetzt uns. Oder? Ey, der gehört uns. Wieso schießt er noch auf uns? So ein Mann, ganz ehrlich. Der gehört uns. Mann, das nervt ihn, dass er uns so einen Bug gibt. Naja, egal. So. Der ist unser Gehalten von Taras, das stimmt gar nicht. Jetzt sterben die, weil der blöde Turm einen Fail hat. So, jetzt mach mal den hier platt. Wollt ihr mal die platt machen vielleicht? Also nur wenn ihr wollt. Befehl!
Ne, ich kann den nicht einnehmen. Okay. Na gut, dann nehme ich den halt nicht ein. Hält mal euren Buddy. Ah, die sind endlich tot. Warte, ihr geht mal. Na, egal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir gehen mal raus da. So, und jetzt kommt die Kavallerie rein. Ah, der General nicht. So. Die zwei übernehmen das da, die zwei übernehmen das da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schatten. Ja, das mit den Türmen ist, ja. Ist sehr ärgerlich und nicht fair. Oh mein, ist egal. Dann mache ich es einfach nächstes Mal wieder automatisch, meine Güte. Hey. Ihr solltet hier angreifen. So, jetzt macht alle die platt. Und dann Hammers. Oh, oder doch nicht. So ein Arsch. Ah, du so lustig. Aber jetzt habe ich dich. Das ist ja lustig. Geht einfach aus dem Tor raus und das geht dann zu und naja. So, oh Mann. Der hat knapp 500 getötet und 100 hat der Turm gekickt. Ja, okay, aber die sind nur in Bronze, da tut es nicht so weh. Aber trotzdem, die waren ganz gut. 180, ja. Das war nicht schlecht. Flupp. So, aber ich habe keinen verloren. Das ist schon mal gut. Ich behalte den mal so. Warte, wie sieht mein Sklavenstand aus? Minus... Ja, okay. Und kulturelle Unterschiede. Ja, aber das geht ja jetzt hoch. Dann mache ich aber den Sklavenhandel. So. Und ich würde sagen, das war's für diese Runde wieder. Ach, hier können wir einen geweihten Brunnen machen und das da. Gut, dann ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.